Moin Moin YouTube, heute spiele ich Flinke. So, oh, wir haben schon Obelisken gezogen. Leider haben wir zwei Flinke Momongas aber auch gezogen. Okay, setzen wir einfach mal ein und dann schauen wir mal, was der Gegner spielt. Black Wings. Okay. Schwimmen wir der flinken Momonga im Angriffsmodus. Und dann Musasabi. Wir wollen den Gegner ja nicht preisgeben, dass wir schon einen Momonga gezogen haben. Ist halt ein bisschen blöd, aber sowas passiert halt. So. So, und in der Main-Phase 2 machen wir dann Beschwörung und machen Gachi Gachi erstmal und schauen uns erstmal an, was er jetzt vorhat. Ja, der Start ist diesmal nicht so optimal. Wir haben keine unserer guten Karten wie Genex Undyne oder Flinke Angler gezogen oder irgendwie eine Kombo-Karte oder die Grümpel-Synchronisierer oder sowas haben wir echt nicht gezogen. Das ist ein bisschen blöd. So, mal schauen, was macht er jetzt. Bora, okay. Ice Beast Zero Fine. Okay. Interessant. Mein armer Gachi geht gleich wieder auf den Friedhof. Oh yeah, Genex Undyne, okay. Das sieht doch schon mal nett aus. Beschwören wir ihn nochmal gleich. Aktivieren seinen Effekt. Beziehungsweise bezahlen wir die Kosten für seinen Effekt. Schmeißen einen flinken Angler auf den Friedhof, mit dem wir zwei weitere Flinke aus dem Deck spezial beschwören können. So, und schauen wir uns natürlich in unseren Genex Überwacher. Beschwören dann einen Musasabi und den Momonga, den letzten, den wir da drin haben. So. Spezial beschwören unseren zweiten Gachi, weil wir es können. Nicht im Angriffsmodus, im Verteidigungsmodus. Und dann aktivieren wir Kreaturentausch. Ich hätte gern deinen Zero Fine. Icarus Attack. Okay. Vermeiden wir die Zerstörung. Und ja, so viel Plus bist du damit jetzt nicht gegangen. Okay. Wir können schon Topf der Trägheit aktivieren, wenn wir wollen. Ich glaube, das mache ich auch. Schmeißen wir unseren ganzen Flinken und Genex Undyne wieder zurück ins Deck und ziehen zwei weitere Karten. So, da haben wir wieder einen Kreaturentausch und Gott, gut. Und jetzt ist unser Nimble Momonga wieder alive. Oder? Naja, mehr oder weniger. Wieder nur ein drin. Verdammt, hier hätte man die anderen abhängen sollen. Karkardi, okay. Das heißt, er braucht die Draw Power. Blackwings mit Kochi. Ist ja auch nicht gerade der Burner. Schwimmen wir uns in Momonga. Im Angriffsmodus. Und greifen ihn mal an.
Blix aktivieren. So. Also so explosiv wie die Synchro-Variante ist die X-Variante von Blackwings hier bisher nicht so explosiv, ja. Ah, da ist Gale. Okay. Das war's. Ah, Double Back, okay. Vermeiden wir die Zerstörung. Und da haben wir magische Steinausgrabung gezogen, von der ich eine im Deck spiele. Yay, das heißt, wir können theoretisch nochmal Topf der Trägheit benutzen. Schauen wir erstmal, was er macht, ob er da wieder ein, wie heißt das Ding, Icarus Attack hat. Verbotene Lanze. Auf mein Monster? Warum? Okay. Aktivieren wir mal Gales Effekt. Halbieren mal den Momonga. Einfach so, weil wir es können. Und dann schnappen wir uns unseren Momonga wieder. Oh, Zwangsverkürungsgerät. Okay. Das war jetzt mächtig viel durcheinander. Egal, wir schwören mit Genex Überwacher und machen jetzt trotzdem unsere Synchro, die wir die ganze Zeit machen wollen. So, und dafür machen wir unseren TG Hyperpituitica. Falls er wirklich auf Synchros auch noch aus ist, dann können wir da noch ein bisschen Profit draus schlagen. Okay. Battlephase. Nimm das! Null Damage! Oh yeah! Okay. Dann ist er noch. Also er hat viele Fallen, er hat auch viele Karten auf der Hand, aber bisher hat er irgendwie nichts fürchterliches oder furchterregendes aufs Feld gebracht. Okay, halbiert er wieder eine Runde. Und setzt wieder eine Fallenkarte. Ah, das Spiel wird doch wieder ein bisschen interessanter, also. Gale stiftet hier eine Menge Unruhe. Und wir haben wieder unseren Genex Undyne. Wir haben noch einen Genex-Controller im Deck, ne? Yep. Dann aktivieren wir den Effekt von Genex Undyne. Schmeißen wieder einen flinken Angler auf den Friedhof. Beschwören wieder zwei flinke Musasabis. So. Ich würde gerne drei für Oberlingskopf haben, aber ich habe schon einen Zug gemacht. Eine normale Beschwörung. Okay.
will ich noch mehr Karten ziehen. Ja. Ich nehme magische Steinausgrabung, schmeißen Janice Controller und Obelisk weg. Und schnappen uns nochmal Topf der Trägheit. Für mehr Draw Power. Wir haben Tropf der Trägheit. Legen Tiki Hyper Bibliothekar. Zwei Momongas. Und zwei Controller zurück ins Deck. So. Und haben endlich meinen Grümpel-Synchronisierer gezogen. Finally. So, und ein MST. Jetzt will ich mal sehen, was er da rumliegen hat. Wieder was Ankettbares? Dann soll es bitte anketten. Okay, verboten wir Lanze. Auf wen? Auf Gale. Gut. Dann machen wir Daigusto Phoenix. Wir den Effekt von Birdman, schnappen uns wieder Genex Undyne und Spezialbeschwören Birdman. Packen Gachi in Defense Mode. Aktivieren den Effekt von unserem Daigusto Phoenix, dass er zweimal angreifen kann. Und dann gehen wir in die Battle Phase. Greifen. Oh, hat er Knut? Oh man, wer hat Knut? Nein! Okay. Langsam geht mir das Blackwing Deck da von ihm auf den Keks. Gut, dann übergeben wir ihm wieder den Spielzug. Gott, tut sich mein Deck gerade schwer. Oh, Dark Hunt. What's up? Oh, wird das der Duell doch noch ziemlich lang. Okay. Da macht er. I'm a master! Oder was? Nö, die 1300 schluck ich. Dann aktivieren wir Gods Effekt. Spezialbeschwören im Verteidigungsmodus zur Sicherheit. Und wenn er Kalut hat, kommt er so oder so durch. Und schon wieder eine gesetzte Karte. Es geht mir langsam so auf den Keks, wenn er mal eine Karte setzt, weil er hat immer irgendwelche ankettbaren Fallen. So. Ich habe auch keine Rang 2 Monster mehr, glaube ich. Ich habe alle verbraucht. Ich habe noch finsterer Nebel, aber den kann ich nicht beschwören. Ich will sehen, was passiert, wenn ich jetzt sein Gale angreife. Mit meinem Tau.
Okay, der Angriff geht durch. Dann beschwören wir den Genex Undyne, aktivieren seinen Effekt. Schmeißen wieder einen flinken Angler auf den Friedhof. Und beschwören wieder zwei Flinke aus dem Deck. Und zwar zwei flinke Sonnenbarsche. So. Vigorous Attack. Okay. Zugleich zerstört. Und dann ist er dran. Haben wir jetzt noch ein Monster, da hat er gewonnen. Interessant, dass er jetzt erst nicht die Karte zerstört. Nicht vorher. Oh, noch eine Frage. Das geht mir so auf den Keks, dass er die ganze Zeit irgendwelche Karten hat. Wiedergeburt. Guess who's back? Wir könnten Obelisk beschwören. Für den Einzug. Damit uns nicht mehr auf den Keks geht. Okay, machen wir das. Obelisk, er hat viele Karten, die zielen. Und Obelisk kann nicht gezielt werden. Ah, Max D. Das macht ja nichts. Zieht eine Karte. So. Mal sehen, was er gegen Obelisk sagt. Naja, wenn er sobald den Monster mit 1800 Angriffspunkten hat, hat er eh gewonnen, also. Ah, nee, wir haben ja noch eine normale Beschwörung. Okay, greifen wir mal seinen finsteren bewaffneten Drachen an. Gut. Dann setzen wir mal unseren flinken Momonga. Dann stirbt auch wieder unser Obelisk. Mal sehen, was er jetzt gezogen hat. Oha. Das wird von den Life Points aber wirklich eng. Das wird eng. Normal beschwören, auch interessant. Okay. Okay, Zephyros. Ich habe keinen meiner Max T's gezogen. Ich habe schon nur noch 18 Karten im Deck. Gagaga Cowboy reicht jetzt auch noch nicht. Ich habe 1200 Life Points noch. Okay, er will aber Gagaga Cowboy unbedingt aufs Feld haben. Da muss ja seine letzte Karte ja der Hammer sein, die er da gesetzt hat. Schauen wir mal. Oh, er hat noch eine zweite Karte. Komm schon, schwerer Sturm. Gib ihm! Oh.
Beschwören wir Gruppe-Synchronisierer. Ich bin sein Effekt. Schnappen uns Sonnenbarsch. Wie auch immer. Und gucken mal, was er darauf hat. Er hat aufgegeben. Okay, das war ja mal ein langatmiges Duell gegen ein Deck, was eigentlich Tier 3, Tier 4 ist. Also nicht das Überhammer-Mega-Deck. Haben uns trotzdem sehr schwer getan mit unseren Flinken. Normalerweise geht's deutlich besser, aber wir hatten nicht so einen guten Anfang und dann kamen wir langsam ins Spiel rein, aber unser Gegner hatte halt immer eine Falle, um uns ja auszubremsen. Und da wir, glaube ich, nur einen einzigen mystischen Raum dafür im ganzen Spiel gezogen haben, konnten wir auch keinerlei Backrow von ihm auch mal irgendwie loswerden, so ohne dass er sie anketten konnte. Aber egal, wir haben gewonnen und ich hoffe, euch hat das Duell gefallen, auch wenn es relativ langatmig war. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.